So, ich glaube, jetzt gleich haben wir Koop freigeschaltet. Nach Abschluss der Mission. Oh, ja, Juan. Ist die Grafik schlechter als beim alten Far Cry? No, viel besser. Oh, jetzt haben wir den Tostador. Da ist er, der Flammenwerfer. So, Freunde. Dieser Flammenwerfer. Komm schon, Danny, die Werkbank ist gleich hier. Immer noch besser, als hier zu warten, bis sie kommen und uns töten. Dieser Flammenwerfer wird jetzt hier gemoddet, Mann. Ist der geil oder ist der geil? Ich finde ihn geil. So, genau. Kurze Info. Hilfsmittel, die du auf dem... auch interessant, Wahrnehmungsgranate. Hilfsmittel, die du auf deinem Supremo präsentierst, platzierst, sind deine Gadgets. Und das hier ist natürlich der Tostador. Ja, das ist der Flammenwerfer, den ich euch gerade gezeigt habe. Im Original-Skin. Wie ihr ihn kriegt, finde ich nice. Ja, man kann ihn später sogar noch ein bisschen pimpen, ein bisschen verbessern, mit einer besseren Pumpe. Und so, dies, das, Ananas. Marios, falls du noch da bist. Du kommst immer, Marios, in Formaten vor, in denen Bella Ciao vorkommt. Falls du jetzt noch 10 Minuten hast, gleich ist richtig Gänsehaut-Moment. Mit Dani Rojas. Müssen wir überhaupt hier lang? Viviro, scheiß Werbung, weg damit, Mann. I hate da Viviro. Wo müssen wir hin? Da. Aber wir sind sicherheitshalber komplett falsch gegangen, Mann. Hui, paar Punkte. Wollen wir eine Schnellreise machen, schnell? Das bringt gar nichts. Reiß mal zum Zielort. Hoppala. Donnerstags direkt suchten. Ja. Donnerstag 0 Uhr kommt es raus, genau. Der Antagonist-Schauspieler von Far Cry 6 ist mega und auch mega. Wer spricht den eigentlich im Deutschen? Marius, weißt du, wer der Anton Castillo ist? Krasser Geheimtipp mit dem Flammenwerfer. Nicht auf sich selbst, unter sich selbst schießen übrigens. Hier immer looten. Auch wichtig. Geheimer Geheimtipp. So, und das war's auch schon. Geheimtipp. Voila. Verdammt. Hallo. Ah, er ist jetzt im Kampf. Ja, genau. Das ist der Peter Zwegert von RTL aus Raus aus den Schulden, der hier den Hauptcharakter spricht. So, perfekt, Mann. Wir haben jetzt hier Schutz vor Feuer an den Händen und Schutz vor Gift auf dem Kopf. In Form einer... Eigentlich muss man das genießen. In Form eines fucking... Tasche. Flasche, Alter. Dannys Stimme ist Paul Walker. Marius, hast du Paul Walker gesprochen? Deinen Sarkasmus kriege ich nicht raus. Ja, das Ding mit meinem Humor ist so, ich verstehe den manchmal selber nicht. Das ist halt einfach nichts zum Verstehen. Darf man einfach nicht versuchen, dann ist gut. In Far Cry 6 auf jeden Fall Stealth spielen. Vor allem, wenn du in dem Modus spielst wie ich, im Action-Modus. Das ist der schwierigere Modus von den beiden Modi. Wenn du ein bisschen entspannt einfach durchdaddeln willst, mach Story-Modus. Dann hältst du auch ein bisschen mehr aus. So, und jetzt kommt er. Der Song der Songs, aller. Der Song der Songs. Aber gleich erst. So, Bella Ciao-Modul. Haben wir getroffen? Ich glaube nicht. Doch, wir haben getroffen, den Alarm. Lauda! Bella Ciao. Bella Ciao. 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 Es gibt kein geileres Gefühl, als ein fucking Feld abzupacken. Bei Bella Ciao. Es geht nicht besser. Gerechtigkeit für Yara, Allah! Stealth! Explosion! Marios in jeder Serie und jedem Film immer. Bella Ciao! Gerechtigkeit! Für Yara! Das wird gleich richtig explodieren, ey. Das muss auch weg. Oh, Bro! Das hat weh, Mann. Komm, Guapo. Und jetzt. Und jetzt alle. Tod von oben! Warum gibt es da so viele Gastanks? Aus Gründen. Das gibt es aus Gründen hier. 60% haben wir. Hey, der ist nicht abgefackelt hier. Das hat verdammt wehgetan. Also ich kann euch empfehlen, Plantagen hier immer schön auschecken. Weil da gibt es so viel Benzin. Und es gibt Gerechtigkeit für Yara. Raus hier! Weg mit dem Giftzeug! Weg mit der Scheiße, Allah!
Kann man da nicht durchwackeln? Los hier. Oh, Granate. No! Heilen! Schnell! Medic down. Da war irgendwo einer. Scheiße. Ich sterb. Heilen schnell. No. Ich werde übermannt. Heiner. Brr, 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 brr. Wechseln wir die Waffe. Boah, meinst du, wir kriegen das noch hin eines Tages hier? Der nimmt halt gar keinen Schaden, der Doggo. Der Hund. Brrr. The thing goes prrrr. Pap, pap, pap. Man könnte meinen, Stefan wird sich mit einer Zigarre neben die Tanks stellen. Bella, schau, Digga, Motherfucker. So, haben wir Gerechtigkeit nach Yara gebracht? Ich würde sagen schon. Aha. Schöner Looten. Alles einsammeln. Guck mal, was das für geile Tanklaster hier sind. Prrr. Pap, 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 pap. Ich glaube, hier kann man irgendwo was spray painten, aber das habe ich noch nicht so ganz geblickt. Ui. Das ist natürlich perfekt fürs nächste Mal. Einfach so. Bella, ciao, Motherfucker. Skorpion, beste Waffe. So, jetzt können wir wieder ein bisschen leiser machen, weil Bella, ciao und Felder verbrennen ist jetzt vorbei. Oh nein, der arme Hund. Ja, das Problem ist mit Hunden, ne, dass sie... Die sind immer so wie ihre Herrchen. Und der ist böse. Der Herr. Danny. Antonio. Scheiße. So, Juan. Wie sieht's aus? Frieden für Yara. Okay. Don't come at me, bro. Jetzt mal Real Talk. Synchro von Danny ist echt für den Arsch. Aber Grafik, der Hammer. So. Ja. Endlich mal jemand, der sich traut, dem Marios ja auch mal Gegenwind ein bisschen Paroli zu bieten. Ja, weil die meisten ja eher so nach dem Motto sind, ey, Marios, den muss man loben, ansonsten wird man irgendwie heimlich abgestochen im Schlaf oder so. Du hast wenigstens mal wirklich den Mut, hier auch die Wahrheit zu sagen. Wahrheit für Yara. Ich finde es positiv, dass der Charakter diesmal sprechen kann. Ja, es ist also der erste Charakter, der so ein bisschen eine Rolle hat in Far Cry. Auch eine Rolle spielt. Und, was hast du? In dritter Person zu sehen ist. Es ist zum ersten Mal, dass Far Cry etwas mehr auf den Protagonisten eingeht. Ja. Ich erinnere euch an Far Cry 5 mit dem namenlosen Deputy, Mann. Geile Höhle. Was ich auf jeden Fall mit euch machen möchte, ist hier dieser Boss. Mamutitos Tal. Mit Kollega dem Boss. So lecker. Oh, nicht in den Chat gucken und mit dem Pferd in ein Auto. Oh no. Guckt alle weg. Und dabei ist kein Pferd zu Schaden gekommen. Oh, guck mal. Gerechtigkeit für Yara. Bro, ich brauche deinen Wagen. Offizielle Libertad Dingsbums. Hallo. Tja. So kann's gehen, Gerechtigkeit für Yara, Mann. Aus hier, Copyright-Musik, wo bist du? Bin ich erschafft. Das war knapp. Hier ist noch ein Radio. So, weg mit dem. Das ist auf jeden Fall, es gibt Copyright-geschützte Musik in Far Cry 6 an alle StreamerInnen da draußen. Ihr müsst aufpassen, was ihr anmacht. Beziehungsweise man kann die Radiomusik etwas leiser drehen. Das habe ich habe es ja auf 25% gemacht, dass es nur so als Hintergrundgedudel wahrgenommen werden kann und nicht einem die Ohren wegschallert und dann irgendwie... Living la vida loca! Weiter geht's nach der Werbung. Liebe Leute, mein Name ist Farknapp und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Farknapp. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und... Mein Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.